Einen wunderschönen guten Abend, Newcomer Radio Deutschland. Ja, ich bin's wieder, euer Christopher Neef. Und ich habe nachher ein Interview. Was heißt Interview? Nein, eine Vorstellung. Pardon, ich habe mich versprochen. Aber diese Bandvorstellung, ich verrate noch nicht, wie sie heißen. Es sind auf jeden Fall junge Kerlchen. Und liebe Frauen, bleibt dran. Es ist keiner älter wie 18. Jetzt ist es endlich soweit. Ich darf euch die Band vorstellen. Mats, die da wären. Einmal der Madin mit der Leadgitarre. Dann der Adri am Schlagzeug. Duki am Bass. Und der singt. Und zu guter Letzt der Samu an der Rhythmusgitarre. Und er singt ebenfalls. Wer jetzt aufgepasst hat, weiß, dass MADS Mads ergibt 77. Und liebe Frauen, von dieser Band ist keiner älter wie 18, also noch richtig junge Burschen. Und damit ihr mal so ungefähr wisst, was die für Musik machen, habe ich hier mal so kleine Ausschnitte für euch. Hier einmal der hier. Internal Suffering. Oder Hard Times, auch sehr geil. It's Over Now, den gibt's nachher. Das war It's Over Now. Now. No, now. Ja. Sie machen verdammt geile Musik. Jetzt stellt sich die Frage, woher kennen die sich? Wann haben sie sich kennengelernt? Ja, die vier Jungs kennen sich schon seit ihrer Kindheit. 2007 entschlossen sie sich, eine Schulrockband namens, wie gerade eben schon erwähnt, Mats zu gründen. Ja, Mats arbeiten, also diese Jungs, also Mats, 77, arbeiten fast jeden Tag an neuen Songs. Mit einem dreistimmigen Gesang, zwei Gitarren, einem Bass und einem Schlagzeug lassen die vier Jungs es in jedem Song krachen. Habt ihr gerade eben ja, glaube ich, sehr gut gehört. Da geht's gut ab. Und auf der Bühne heißt es dann, wenn sie da sind, Rock'n'Roll. Ohrwurm-Charakter heißt es auch im neuen Album. Genau, diese vier Jungs, die haben schon ein Album, Mats 77. Ja, die gefühlvollen Rhythmen und Texte handeln von Enttäuschungen und Liebe, aber auch von Zusammenarbeit bester Freunde und setzen sich sogar mit der aktuellen Weltsituation auseinander, was man ehrlich gesagt nicht oft findet. In Songs ist mir nicht bekannt, aber Mats 77, die machen das dann wohl. Und am 1.11. veröffentlichten Mats 77 ihr erstes Debütalbum mit dem Namen Flashbacks to Life. Und wer das geil findet oder die Ausschnitte geil findet und sagt, na, diese Songs, die will ich aber haben, ja, dann klickt ihr einfach mal auf Amazon.de und da kann man die geilen Songs von Mats kaufen. Ich hab's schon mal gesagt, es wird nichts runtergeladen oder illegal. Ja? Schön kaufen die Songs. Oder ihr geht auf mads77.de, also mads77.de. Und jetzt habe ich für euch den Song.
Matt77 mit It's Over Now. Matt77, It's Over Now, hier auf Newcomer Radio.